Ja, was hat es im Vorfeld für einen Ärger um das Baumblütenfest in Werder gegeben? Von fehlendem Anstand und Ballermann-Stimmung war die Rede. Eine Bürgerinitiative forderte, das Niveau deutlich anzuheben. Schauen wir, was daraus wird. Heute, zum Auftakt des Baumblütenfestes, war der Andrang auf jeden Fall riesig. Tausende freuten sich über Sonne, blühende Bäume und natürlich auch Obstwein. Die Havelfischer allen voran auf der Inselstraße durch Werder. Mit dem Festumzug am Nachmittag starteten die Akteure des Baumblütenfestes standesgemäß in die Saison. Keine Straße, kein Platz, der nicht mit Besuchern gefüllt war, und dann das Wetter. Besser konnte es nicht sein, und die Baumblüte, ja, die auch nicht. Etwa 40 verschiedene Obstweinsorten gibt es hier volksfestfreundlich in Plasteflaschen verkauft. Ich finde es ganz gut hier. Sau geil! Es ist ein Affengeil, sag ich. Warum? Haufen Menschenmassen hier. Das ist auf jeden Fall jedenfalls was los. Ja, viele Leute, viele fremde Leute kennenlernen. Zum Beispiel diesen jungen Mann hier, der gerade Schleppbratwurst in der Hand hat. Die Gegend ist herrlich. Ja, kann man ja nur sehen. Und bei dem Wetter, und schmeckt der Wein. Wir müssen natürlich. Die gibt es aber, die Stände, etwas entfernt vom Rummel auf der Insel, und zwar rund um die Bismarckhöhe. Nach kurzem Aufstieg gelangt man in die vielen Gärten der Werderaner. Hier gibt es selbstgemachte Obstweine, die kann man trinken unterm Blütendach. Jedes Jahr kommen neue Gastgeber hinzu, genau wie Besucher, und deshalb empfiehlt sich dringend, mit der Bahn oder mit dem Schiff anzureisen, denn für Parkplätze bleibt hier in den nächsten Tagen wirklich kein Platz.